Die Wiesbadener Marktkirche, 1986, ein Jahr vor ihrem 125. Jubiläum, hat sie eine neue Stimme bekommen, das Lob Gottes erklingen zu lassen. Ein Glockenspiel. Da ich in diesem Film etwas dazu erzählen darf, möchte ich mich auch vorstellen. Ich bin Thomas Erik Junge, einer der drei Marktkirchenpfarrer und als gebürtiger Lübecker mit einem Glockenspiel aufgewachsen, zusammen mit unserem Organisten Hans-Uwe Hielscher, so etwas wie ein Initiator des Glockenspielprojekts. Hans-Uwe Hielscher, Marktkirchenorganist und nun auch Glockenspieler am neuen Instrument, einem der größten dieser Art in der Bundesrepublik. Insgesamt können 49 Glocken erklingen, wenn man die Tasten und Pedale bedient. Über 20 Tonnen schwer ist das ganze Instrument, das mit Spielkabine und Automatik rund 70 Meter über dem Erdboden im Hauptturm der Kirche untergebracht ist. Allein mit Spenden und Zuwendungen finanziert wurde das Glockenspielprojekt seit 1983 in der Planung schnell zu einer Sache der Gemeinde, ihres Vorstands, vieler Bürger und Freunde von nah und fern. So machten wir uns am 14. August 1986 zu früher Stunde mit einer Delegation auf, den Guss zweier großer Glocken für unser Spiel in der Gießerei Königlicher Eisbautz in Asten mitzuerleben, in Holland also, dem Heimatland der Glockenspiele. Erste Station unseres Besuches in Asten war das Glockenmuseum der Stadt. Eine Einrichtung, in der alles Wissenswerte über Glocken, Läute und Spieleinrichtungen gezeigt und erklärt wird. Eine gute Einstimmung für den bevorstehenden Glockenguss. Thank you.
Vom Museum aus ging es dann in die Gießerei. Für viele war es das erste Mal dabei zu sein, wenn Glocken entstehen. Und hier ging es um die eigenen Glocken, die altem Brauch entsprechend auch die Namen all derer tragen würden, die zur Entstehung mitgeholfen hatten. Hier sollten zwei der größeren Glocken für unser Spiel gegossen werden, das man übrigens mit einem internationalen Begriff auch Carillon nennt. Es war ein spannender Augenblick, als die auf über 1000 Grad Celsius erhitzte Glockenbronze in die Formen gegossen werden konnte. Und in jedem von uns kam die Frage auf, die schon Schiller in seinem Lied von der Glocke stellte: In die Erd ist's aufgenommen, wird's auch schön zu Tage kommen, wenn der Guss misslang, wenn die Form zersprang, man weiß es immer erst nach Tagen. Zunächst wurde das überschüssige Metall in barren Formen gegossen. Planung und 3 Jahren Vorbereitung beim Guss der Glocken dabei zu sein, das ist einfach ein Gefühl, man kann es gar nicht beschreiben, man freut sich. Ich glaube, das sehen wir alle hier so. Es ist wirklich eine große Freude, ein echtes Erlebnis, hierbei sein zu können. Sind die Glocken aus der Form gebrochen, müssen sie entgratet und poliert werden. Sie werden angeschlagen und auf ihre Reinheit geprüft. Durch vorsichtiges Schleifen werden sie gestimmt. Die Wiesbadener konnten diesen Vorgang anhand von Glocken für ein anderes Spiel beobachten. Es war am 18. September 1986, einem kühlen frühen Morgen,
als die Glocken aus Holland auf einem LKW in Wiesbaden eintrafen, um vor der Marktkirche abgeladen zu werden. Über 2 Tonnen das Gewicht der größten, 13 Kilogramm das Gewicht der kleinsten Glocke. Bald hatten sich Menschen eingefunden, um die fast goldglänzenden Glocken aus der Nähe zu betrachten. Die Sonne war inzwischen durchgebrochen, als man damit begann, die Glocken mit Hilfe eines großen Autokrans in die Höhe zu hieven. Waren nötig gewesen, bevor der Turm die Glocken aufnehmen konnte. Ein Zugang musste verbreitert werden. Die Stahlträger für den neuen Glockenstuhl mussten montiert werden. In wochenlanger Arbeit dann entstand das Instrument. Die Glocken wurden an ihren jeweils genauen Platz gebracht. Die Spielkabine wurde zusammengebaut und die Tasten des Spieltisches wurden über Drähte mit den Klöppeln verbunden.
Computer und seine Elektrik samt Anschlaghämmern für das automatische Spiel von 25 Glocken wurde angebracht. Eine Spezialistenarbeit, eine Präzisionsarbeit von hohem Können geprägt. Am 31. Oktober 1986, dem Reformationstag dieses Jahres, war es dann soweit. Mit einem festlichen Gottesdienst in der bis zum letzten Platz besetzten Marktkirche begann die Einweihung des neuen Glockenspiels. Sind Sie, liebe Festgemeinde, einmal miterlebt hätten, und einige haben es ja, wie die Glockengießer, wie die Monteure an diesem Werk gearbeitet haben, wie sie ihr Handwerk ausüben, was sie dabei ausstrahlen, welche Ruhe, welche Freude an der Arbeit, dann wünsche ich mir, solche Arbeit möge niemals aussterben, solches Handwerk möge niemals aussterben, dass Menschen so an einem Werk tätig sein können. Und als ich miterlebt habe, wie der Kranführer mit seinem riesigen Autokran in für mich nahezu atemberaubender Weise die großen Glocken in den Turm buxiert hat, mit welch einem Fingerspitzengefühl, da habe ich gedacht, was hängt denn normalerweise an solchen Kränen? Wie schön, dass auch einmal Glocken darin hängen. Mein Dank gilt allen, die das Werk erbaut haben. In der Planung der Firma Eisbaus, in der Vorbereitung beim Glockenguss, beim Transport, bei der Montage. Liebe Festgemeinde, dieses Glockenspiel soll ein Brückenschlag sein. Es knüpft an Vergangenes an, es steht im Heute und es möge in die Zukunft hineinklingen.